geiler Übergang, Mann, du schwitzt ja schon, Alter. Das Fahrzeug gehört diesem unauffälligen Typ hier, Sebastian. Scherbinator. Der Pullman. Allererste Frage, die ich immer fragen wollte, wie bist du auf den Namen Scherbinator gekommen? Stimmt, also Tankstelle und ein Türke hat mir das gesagt, wir müssen nennen. Das kenn ich erst. Also wirklich aus Scherb ist dann einfach Scherbinator geworden. Man liegt ja auch nah, aber ist geil. Also hat sich auch schon so etabliert, der Name, ne? Ja, Gott sei Dank. Auch wie heißt das? Mit American Pie. Genau, ja. Ja, genau das meine ich. Ja, so, du hast einige Autos. Dieses Ding müssen wir euch dieses Mal einfach mal zeigen, weil es einfach, ich glaube, in Sachen Lautstärke und Emotionen schon ganz vorne mitfährt, ne? Lautstärke auf jeden Fall. Ist natürlich auch nicht gerade so das günstigste Auto, aber ich finde es trotzdem geil. Plus, Scherbi ist ein witziger Typ, deswegen müssen wir hier mit jetzt mal eine Runde fahren. Ja, mach mal alles. Also ich finde, es klingt halt einfach so nach Formel 1. Ja, 12-Zylinder-Sound. Ich habe aber sogar Cuts drinnen, also 100-Zeller von Novitec und 131 Dezibel haben wir gemessen im Stand. Im Stand? Ja. Mit Gas geben oder ohne? Mit Gas natürlich. Ja, ohne wäre zu wild, aber... Aber legal so? Ja, das sind so eine Kleinserie und er hat 111 Dezibel bei 4000 Umdrehungen eingetragen. Also das ist Serie eingetragen. Da kommt nichts hin, also ja, Auslegungssache dann. Du musst einmal ganz kurz nach links auf Yusufs Lambo schwenken. Du musst die Reifen schwenken. Boah, also mit diesen glänzenden Rädern sieht das Ding irgendwie richtig saftig gerade aus. Ja, das steht richtig gut. Ja, ja, heftig. Auch schön. Sieht irgendwie noch kleiner aus, das Auto, ne? Okay, also 12-Zylinder, Novitec Auspuff, Pfossenfelgen. Novitec Federn, Endtop von Novitec und Downpipes von Novitec. Schlüssel. Offen. Geil. Muss ich mich erstmal zurechtfinden an dem Auto, weil so ein Ding sieht man wirklich selten. Hat so ein bisschen, je nachdem aus welcher Perspektive, finde ich, soll mich jetzt keiner erschlagen, sieht es manchmal so ein bisschen wie eine Corvette aus. Alter, hopp. Ciao. Nein, also, weißt du, weil ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ferrari heißt, aber es gibt doch mal den einen Ferrari, der auch so ein bisschen so Sportback-Kombi-mäßig ist. Der FF, glaube ich, meinst du jetzt, oder? Genau. So, und das hat der ja nicht. Der ist jetzt schon eher wieder so flach gezogen. Aber der hat mega großen Kofferraum. Ganz wichtig bei so einem Auto, ne? Ja, ich dachte, wegen dem bist du da. Praktischsten Autos Deutschland, muss ich sagen. Ich dachte tatsächlich sogar, dass das eventuell ein Viersitzer wäre mit so einer kleinen Notbank dahinter. Aber hat er gar nicht, ne? Nee, ich habe da Ablageflächen für Gepäck. Warum dieser und warum nicht irgendwie so 488 oder SF90 oder ja, F8? Es ist ja anscheinend der letzte 12-Zylinder in dem Ferrari. Also es kommt anscheinend von diesem SUV noch eine Sonderserie mit 12-Zylinder. Wurde aber noch nicht bestätigt und somit ist das halt ziemlich wertstabil, sind auch schon gestiegen. Ich habe den auch günstig bekommen und ja, verhältnismäßig für das Fahrzeug günstig. Verhältnismäßig günstig und dann musste ich zuschlagen. Ich weiß noch, als du letztes Jahr bei uns in Hannover beim Trackday warst, hast du ja auch noch erzählt, dass sich da bei euch mit eurer Steuer irgendwas in Österreich ändert. Ja, wir haben ja diese Deppensteuer, sagen wir halt, das nennt sich Nova, das ist die Normverbrauchsabgabe. Und du zahlst jetzt, bestes Beispiel ist G-Klasse, die hat immer den Maximalsatz. Das war bis vor letztes Jahr auf 32% plus 20% Nova, Mehrwertsteuer. Und das ist jetzt auf 60 hoch. Also du zahlst 60% Nova und dann zahlst 20% nochmal Mehrwertsteuer dazu und dann kommt halt noch der Nettokaufpreis. Ach krass, also das heißt, wenn ich jetzt aus Deutschland irgendein gebrauchtes Auto kaufe, zahle ich trotzdem mal die 20% Mehrwertsteuer in Österreich, wenn ich ihn einführe? Nein, wenn ich jetzt, ich habe den aus Deutschland gekauft, das war 2019, da geht es um EU-Erstzulassung. Wenn ich den, dann zählt das, wo der zugelassen wurde, welches Gesetz zu dem Zeitpunkt gegolten hat und da waren es 32%, was ich dann nachbezahlen musste. Junge. Ans Finanzamt, in bar. Krass. Ja, fantastisch. Okay, dann, Spaß. Das hat man nur einmal, das heißt, wenn ich jetzt in Österreich verkaufe. Ja, ja, und wenn ich den jetzt zum Beispiel an dich und nach Deutschland verkaufe, bekomme ich das auch wieder zurück. Okay. Aber deswegen hast du den Koffer dran mitgebracht, ne? Aber dann muss er auch in Deutschland angemeldet sein, ne? Ne, reicht Kaufvertrag nach Deutschland. Also ich habe den Harun zum Beispiel, habe ich den RS6 verkauft und das haben wir dann alles so abgewickelt und bekommst du 1:1 wieder zurückgewiesen. Also so. Nicht 1:1, sondern prozentuell halt, wenn ich den jetzt für weniger verkaufe. Verstehe, das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, wenn du die einmal zahlst, ist es für immer weg. Nee, nee. Das ist zwar ein mega Hackmeck, das wieder zu bekommen, also, weil sich die ja natürlich weigern, Geld rauszugeben, aber. Also es ist geht. Das eigentlich mehr so eine, ich sag jetzt mal, Leihgabe dafür, dass du halt einfach so ein Luxusgut in Österreich hast, ne? Ja. Ja, mega nice. 12-Zylinder, V12. Kannst du mal einmal hau mal auf. Ich will mal unbedingt einmal vorne reingucken. Alleine Motor Ferrari vorne. Guck mal, du sollst den nicht auseinanderbauen hier. Du sollst nur die Haube öffnen. Ja, wenn wieder aufgeht. Sieht sich irgendwas Neues aus, Dick. Das Gute ist, wenn man schwarze Hose anhat, dann kann man das einfach reinwischen. Ja, wie macht man so einen Ferrari aus? Ja. Junge! Oh, das ist ein Blindenstopp. Krass, Alter, wie weit das Ding hinten ist. Ich wollte gerade sagen, also das geht schon so gut hier, tief rein hier alles. Die beiden Steuergeräte hier vorne drin. Ja, du wirst merken, da ist drinnen mega viel Platz. Das ist ja zu viel zu sagen.
Vor allem noch ein Low 8 als Kennzeichen. Krass. Ja, vor allem überleg mal, das ist der erste Zylinder hier. Das Ding steht wirklich gefühlt bis unter das Armaturenbrett. Ja. Und man sitzt eigentlich, okay, wenn man jetzt aus der Perspektive guckt, man sieht, man sitzt dann auch wirklich auf der Hinterachse eigentlich. Warte, ich mach da hinten auch noch auf, dann hast du besseres Raumgefühl. Ist aber 800 PS haben die Serie. Serie, ja. Und gibt's da von Novi Factor noch einen Chip oder so für? Oder kann man da eh nicht mehr rausholen? Ja, es gibt anscheinend irgendwas, aber... Bringt eh nichts, ne? Ist recht, glaube ich. Irgendwann ist mal genug. Alter, dass der Sherby auch noch Waschzeug mit hat hier, das hätte ich ja nicht gedacht. Bringe, Alter. Da gibt es ein eigenes Kofferset für das Auto. Für 18.000 wahrscheinlich? Nee, ich glaube 8. aber braucht man, ne? Hab ich nicht, Alter. Man kann nur übertreiben alles. Das war ja so ein bisschen, Ferrari war damals das Vorbild bei meinen Lambo-Sitzen. Hat Night Factor das ja damals auch so gemacht? Also Ferrari waren ja, glaube ich, so die ersten, die das hier so ausgespart haben. Und auch mit diesen Quernähten drauf. Kleiner Funfact zu Ferrari, du wirst keinen finden, wo das nicht gebrochen ist. Sobald du einmal ziehst, bricht das. Echt? Jedes Auto. Jeder. Und was sagt Ferrari dazu? Pech? Ja, nichts. Also ich habe jetzt schon 2, 3 so Sachen reklamiert. Also reklamiert, ich habe mal, Spaltmaße war mal, dann war mal Klima war leer. Und du bekommst halt nur als Antwort so, das ist halt Ferrari. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Gelber Gurt mit gelben. Ja, ist schon... Schon krass aus, ne? Gut konfiguriert. AliExpress war das. So, okay, warte auf. Echt jetzt? Nein. Und dann musst du das Ding mal anreißen, wir hören das mal hier. Jetzt? Wie ich mich auf die Klimaanlage gleich freue. Ja, glaube ich dir. Aber es ist auch sowas Achtung. Von warm in dieser Hose. Jetzt? Ja, ja, okay, danke. Das Geräusch kriegt man auch nur aus dem Sauger so raus, dass das Ding so schlagartig immer so schreit. Ah. Praktisch, oder? Auf einmal ist es komfortabel. Kannst du wieder unterhalten. Ja. Total. Ist das dann so, fährst du jeden Tag mal so rum? Also, oder geht auch da der Reiz irgendwann zu verloren, weil es einfach zu laut ist? Ich bin ja noch nicht so viel gefahren, weil ich habe den im September erst bekommen. Aber es ist so geil zu fahren. Ich habe da bei Pause und das jetzt umbauen lassen. Der hat sich dann voll beschäftigt mit Spurensturz, weil die Serienwerte waren scheiße zum Fahren und jetzt fährt sich das so traumhaft geil. Ich bin dann runtergefahren über die Passstraße, 300 Kilometer, das ist einfach geil. Also ich fahre das jeden Tag nach wie vor. Ja, ich bin gespannt. So, ich würde sagen, wir bauen mal kurz ein paar Kameras ein und dann geht's los. Yes. Also ich würde vorschlagen, während wir jetzt eine Runde mit dem Ferrari fahren, ihr seht hier nochmal das Line-Up von Jason, wo wir kurz drüber gesprochen hatten. Lancia Delta, Ford Escort, Rallye Golf, E30, Clio 964. Da könnt ihr ja nochmal so 1, 2, 3 Aufnahmen für machen, die wir da mal kurz einmal einblenden. Weil eigentlich müssten wir die ganzen Autos vorstellen, aber das schaffen wir zeitlich heute nicht mehr. Nee, dann wünsche ich euch eine schöne Fahrt. Dann wir fahren ja alle. Schade. Ja, viel Spaß. Zu Hause hier. So, erstmal runterkühlen die Bude. So, jetzt erste Frage, auf welchem Modus fährt man den hier? Race. Also es ändert sich tatsächlich nicht viel, nur die Gasannahme ist bei Wet halt relativ gering, weil es ein Heckantrieb ist und das Gewicht vorne, also es ist relativ Trigger zum Fahren. Ich fahre immer auf Race, aber... Und Race ist Traktionskontrolle und so noch an?
Ja, ja, alles an. Das ist alles noch an, ne? Das ist dann CT off, das weiß ich nicht genau, und ESC off ist halt alles aus. Mann, Alter, wie geil sich diese Lufttüfen anfassen. Das ist ein Fetisch, oder was? Nee, aber die sind so, das fühlt sich irgendwie so krass. Ich finde das ja immer geil mit diesen Pedals so. Ich finde das viel geiler, wenn die halt starr sind. Ja, genau. Das ist halt nur bei Ferrari, dass sie halt wirklich stehen und sie nicht mitdrehen. Und ich finde das auch, weil man weiß halt immer, du weißt, logischerweise, wie das sieht halt. Rechte Hand ist, ja. Passt dazu. Ja, er hat auch schon sein Kennzeichen an. Wieder abgeholt. Also der Tacho ist auf jeden Fall eine 1. Ich finde das geil, ja, ist halt alles gut konfiguriert, hat der Vorbesitzer mit diesem gelben Ding und dann Carbon Bridge, Alcantara und so. Was ist hier so alles Sonderausstattung drin? Schon recht viel immer noch bei Ferrari. Ja, es gibt halt Komfortsitze, die habe ich nicht. Sportsitze. Dann Carbon Bridge, hier das Carbon-Zeug. Beifahrerdisplay gibt es auch ganz selten, da kannst du halt ein bisschen herumstellen, ja. Ach so, das ist nicht Serie? Nee, nee. Ist da aber Tacho und so immer in Serie drin oder gar nichts manchmal? Hier ist gar nichts drin. Hier ist normal das Emblem, ist es normalerweise hier. Ich weiß gar nicht so genau, ich habe den nicht konfiguriert. Aber es fehlt außen, fehlt ihm das Abstandstempomat, aber das sieht halt kacke aus, weil du dann vorne im Ding so eine Aussparung hast und die Kamera vorne, also die Rundumkameras fehlen ihm, sonst hat er eigentlich hier alles drin. Ah ja, Carbon außen, sorry. Das ist jetzt alles mit Klappe auf die ganze Zeit, ne? Ja, genau. Klappe zu bringt halt auch nicht viel, weil der bei 2000 Touren wieder aufmacht. Ach so. Also von außen ist halt wirklich abartig laut, ne? Ja, innen noch. Also wenn du im Turm fährst, das ist krank. Scheppert so heftig. Das tut echt selber weh im Ohr. Aber das ist halt wie, ich sage immer, ich hab mal eine super, also ein Motorrad gehabt, so eine Rennmaschine, und wenn die laut war, dann haben alle gesagt, oh nee, scheiße, das ist Müll. Aber wenn du mit einer lauten Harley fährst, dann ist das okay. Ist geil, ne? Ja. Wenn du jetzt hier mit einem lauten Ferrari fährst, fern's auch alle. Wenn du mit einem lauten Golf fährst, aber es ist halt die Welt. Ja, es ist dann einfach, dass so ein Ferrari so selten und exklusiv ist, dass der halt immer automatisch ein bisschen lauter sein darf. Aber er fährt sich echt noch komfortabel für einen Ferrari so. Nee, ist echt gut. Und auch die, auch wenn das die, ich sag jetzt mal, Racing-Sitze sind, sind sie ja schon noch bequem. Nee, also das ist ja, ich bin ja ein bisschen mehr Mensch als andere. Also Ferrari ist im Gegensatz, ich bin mal vom Kumpel den SVJ gefahren. Das kannst du komplett knicken. Du hast keinen Platz, du siehst nichts. Denn auch untenrum merkt man noch gar nicht, wie hell der gleich, glaube ich, wird. Ne? Nee, nee. Außen hörst du schon, aber wenn es dann so ganz oben im Drehzahlbereich bist, dann schreit das richtig. Ja, krass, aber 800 PS ist, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob es einen Sauger gibt, der stärker ist aktuell. Ich habe keine Ahnung von Autos. Du bist da der Profi. Ich meine, so SVJ, aber der hat auch keine 800, ne? Da bin ich irgendwie 700. Nein, der hat ein bisschen weniger, aber die sind so eigentlich recht gleich. Ich bin mal gespannt, ob der genauso klingt vom Geräusch her wie einen Aventador wegen V12 oder ob der sich anders anhört hier. Weil ja, die Lambo V12 sind ja schon immer extrem hell. Ja, die aber auch gut. Aber Tacho finde ich geil. Also genau so muss ein Tacho aussehen. Ich mag das nicht, wenn du so voll digital hast. Du kannst ja hier normalerweise kannst du auch analog anzeigen lassen. Ja. Und auf der anderen Seite kannst du mit dem linken Rad auch noch alles umdrehen. Ah nee, krass, der. Wenn du ein bisschen mehr Gas gibst, dann schaltet der auch gleich ruckartiger. Also der passt das Schalten scheinbar auch ein bisschen auf Drehzahl und Gaspedalstellungen. Ich habe mal mich informiert, warum das eigentlich diese schnelle, hohe Drehzahl da, das ist, die Downshift ist ja krass. Deswegen, die haben so kleine Kupplungsscheiben eingebaut. Das ist auch alles, was ich über das Auto weiß. Also falls ich jetzt wollte mal auch mal schlau wirken. Ah, die werden so eine ganz kleine Rennkupplung wahrscheinlich auch drin haben. Ja, irgendwie sowas. Wenn du es da runterstellst, das knallt ja richtig schnell nach oben. Ah, ja. Ah, da geht die Musik erst richtig los hier. Ach ja, Start-Stopp hat er auch. Das ist kein Scherz. Das musst du mal abschalten. Geil, sonst geht der Kreuzung raus und der Idiot glaubt, der ist kaputt. Thank you.
Endeffekt. Was für dich jetzt so das Krasseste bisher am See? Also dieses Jahr, ehrlich gesagt, von den Autos her eher ein bisschen enttäuscht. Was? Ich finde von Vince und von Matt diesen Pullman. Ja, ne, klar. Also, aber es war sonst so, fand ich, die Jahre vorher war es so, dass wirklich an jeder Ecke irgendwas richtig Krasses stand. Sei es irgendwie meine neue Felgenidee, eine neue Farbidee. Ja, okay, das stimmt so, schon. Und die Summe an wirklich hochwertigen Autos ist definitiv weniger geworden. Deswegen müsste ich jetzt überlegen, was mich so am meisten abgeholt hat. Also soundmäßig auf jeden Fall der hier. Das ist ja gut Sound, aber so fährt sich doch gut eigentlich für das. Übelst geil. Ich 21, auch, 22 Zoll. Genau, also A, fährt gut und auch 0,0 hart und so. Kannst du den jetzt von Dämpfern her noch verstellen? Ja, du hast hier einen Knopf für unebene Straßen. Ah, okay. Schalten ist halt echt. Das ist übel. Also unter Volllast, so, keine Ahnung, kurz vor dem Drehzahlende dann hochschalten, da knallt es auch richtig raus. Jetzt ja auch gerade mal bei, ich glaube, bei 7000 geschaltet oder so. Ja, das geht schon noch. Und was dreht er? 9? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht auswendig. Ach, wie der automatisch dann runterschaltet, ne? Also das Schalten ist bei dem Ding echt so griffig und normal. Das klingt einfach, ich habe mich so gefreut, als ich den abgeholt habe. Ich mag das ja bei den Autos auch. Also A, finde ich bei Ferrari das Geräusch schon geil, wenn du Hebel ziehst. Ja, das ist halt alles, irgendwie die so, ganze Haptik ist in dem Auto irgendwie. Das ist nicht so billig irgendwie, sondern alleine das macht schon Klick so beim Ziehen. Das ist so richtig so, dass man dran ziehen muss. Das ist schon geil. Und dann wieder die Gänge so hintereinander wegschaltet, das ist schon brutal. Ja, jetzt bräuchten wir deutsche Autobahn, dass man ein bisschen ballern kann. Boah, das wäre eine Stufe. Naja, also ich glaube, wir können wirklich dieses Auto nicht ansatzweise hier gerade ausreizen. Noch mehr können wir hier in Österreich einfach nicht ballern. Das heißt, ich muss nach Hannover kommen, oder? Ja, genau. Du musst nach Hannover kommen, können wir da nochmal ballern. Weil ich will nicht wissen, der hat ja mit Sicherheit auch so einen Launch-Control und so, ne? Hast du schon mal getestet? Nee. Ich weiß, mein Papa hat den ersten Ferrari damals gehabt, den 430er war das, und er hat gesagt, wenn du da zweimal drückst, dann ist er kaputt. Und seitdem meine ich diesen Knopf. Ja. Keine Ahnung. Ich schätze mal, die Zeiten haben sich geändert vom 430er zum 812er. Hi! Leute, ich brauche ein Taxi, könnt ihr mich mitnehmen? Du musst auf jeden Fall einmal zum Casino kommen. Da muss ich aber noch hinterher sprinten hier gerade. Und? Geisteskrank. Wirklich geil. Also so laut und so schnell, dass wir es hier einfach gar nicht nutzen können. Also ich habe ein, zwei Mal durchgezogen, habe bei 8000 geschaltet, aber du hast halt sofort hier in Österreich 70, 90, 100 drauf, ne? Und ja, mehr geht da dann halt auch. Nee. Aber so die ganzen Emotionen, wie das Ding so durchschaltet, wie das allerkrasseste, sagt Cherby auch die ganze Zeit, diese Downshifts. Wenn du so bei 6000 am Hebel ziehst, das Ding so wirklich so ruckartig auf 9000 schaltet, ne? Das ist halt wirklich Oberliga, ne? Ja, geil. War alles in allem ein geiles Auto. Mega. Ja. Ja, gute Sache. Danke für die Fahrt, Sebastian. Ja, gerne, Alter. Wir sind jetzt soweit durch im Wörthersee. Yes. Kommst du auch gut heim? Kommt ihr auch gut nach Hause? Ihr habt ein bisschen länger als ich. 1000 Kilometer. Wir laden mit jetzt Trailer, oder? Und packen was. Ja, ja. Da müssen wir uns beeilen. 5 Minuten ist Checkout. Geht los. So, jawohl. Bis später. Yes.